Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Wie ihr sehen könnt, spielen wir Oceanhorn weiter. Und wenn man genau hinguckt, dann kann man auch sehen, dass wir uns immer noch in dieser... in der Zitadelle befinden. Und wir müssen uns unsere Ausrüstung zurückholen. Das Schwert und das Schild haben wir schon wieder. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal hier weiter. Dann gucken wir. Es fehlt leider noch sehr viel. Mein Enterhaken, ich habe glaube ich gar nichts mehr, oder? Da, guck mal, mir fehlt alles. Sehr nervig. Aber wir werden das schon alles wiederfinden. Warte mal, das hoch, oder? Und wahrscheinlich nur von hier, genau. Oh, halt dich fest. Guter Mann. Guter Mann. Wieso fällt er denn da runter? Ist der dumm? So, nochmal. Das ist das einzige Dumme ist, dass man... nicht selber so richtig cool springen kann und dass er das automatisch macht. Dann könnte man das, glaube ich, ein bisschen cooler machen alles. Hier soll ich... Oh, komm, ich kann hier aber längs klettern. Längs klettern, habe ich gerade gesagt. Und dann falle ich runter. Okay. Irgendwo... da drüben ist irgendwie eine Truhe, die habe ich gesehen. Jetzt kriegen, weiß ich nicht. Aber ich glaube, wenn wir da rüber hüpfen, dann kommen wir doch zur Truhe. Perfekt. Was da drin ist. Machst du auf die Truhe auch bitte? Danke. Eine Kassette. Okay. Wunderbares Gerät. Ja, viele kennen das wahrscheinlich nicht mehr. So. Da geht's raus. Außenwelt, okay. Also wir haben unsere Ausrüstung noch nicht zurück, aber die müssen wir nochmal finden. Auch würden wir natürlich rausfinden wollen, was mit unserer Kollegin passiert ist. Da ist sie. Hi, das ist immer eine fiese Zelle. Obwohl, du kannst ja hochklettern, die Stangen. Und ich behaupte mal, dass die Löcher zwischen dem Gittern so groß sind, dass du da rausklettern kannst. Weiß ich natürlich nicht. Da ist der Bösewicht. Ich nasche hier gerade einen Weihnachtsmann von Lind. The prisoner resisted the transfer. Sieht schon ein bisschen böse aus, der Typ, ne? Leave us. At once, sir. Oh-oh. Oh, Trinity. I wish I didn't have to capture you like this. It might be difficult to understand right now, but... I once considered your grandparents my friends. I wish we had had a chance to meet before things got... out of hand. You can stop any time. No, unfortunately not. I once made a promise to myself that I would not let that madman rule over Arcadia. I will not stop now, when my work is almost finished. You will never rule over Arcadia. What do you mean, rule? It is hard for me to understand the depths of the lies he has been feeding you. I've never wanted to step into Archimedes' shoes. I'm simply here to stop the completion of the Grand Corps and his megalomaniacal plan to take his kingdom to the stars. He is a tormented old man who thirsts for power. He's no longer satisfied with the magnificent kingdom he has already built. He is now ready to destroy this world, to take his realm to the stars. Let us help you then. No. With these eyes of mine granted to me by the Guardian of the Realm's Mask, I can see the true you. How you are connected to the streams of creation. It is unfortunate that Archimedes never truly understood how special you are. You and he are both awoken ones, born from anima orbs. You are souls from another world, brought here by the beacons, born inside the beacons. You mean... Yes, you and the boy. One was born in the hands of a man,
who wanted a child for his wife. One in the hands of a young and curious warlock. You love him, don't you? It seems like this is the path destiny has set before us. I will begin my journey to the White City, but you will stay here, far away from the Tryloth's destruction. When the storm is over, together you and he will lay claim to this kingdom, and rule it as the king and queen it deserves. Let me go, Mesmeroth! Ich weiß nicht, ich sehe irgendwie was Gutes in ihm, kann das sein? Seht ihr es auch so? Irgendwie ist er doch gar nicht so schlecht. Ein süßer kleiner Hexenmeister. So. Aber wir sind jetzt draußen und versuchen, das hier zu befreien. Oh oh. Ach, du meine Güte, das ist ja mal klein. Eieiei. Größer als gedacht, würde ich sagen. Naja, muss man durch. Hier oben jetzt mal. Halle der Prüfung. Da ist eine Kiste, da könnten unsere Sachen drin sein. Vielleicht, aber ist auch geil, dass sie die immer so offensichtlich hinstellen, ne? Entkomme, hol die Ausdruck zurück und hilf Trinity. Muss da ja wahrscheinlich runter. Machen wir das mal. Okay, das war ja klar. Spinnenbot, Prototyp. Experimenteller, Gliederfüß, irgendwas. Ich stelle mal hier hoch. Wahrscheinlich kann ich die nicht öffnen, ohne den Schlüssel von diesem blöden Spinnen-Ding zu bekommen. Okay, guck mal. Da auch kein Haken, sonst würde ich natürlich das machen können. Oh. Oh, Mist, hat mich. Saugt er mir die ganze Energie weg damit. Was sind das denn dafür? Warte mal. Was sind das denn hier für? Was ist das für ein Schalter? Hab ich umgelegt? Ah! Natürlich nicht. Oh, jetzt hat er mich aber hier. Oh. Geht einfach nur die Waffe noch, ne? Das ist ein bisschen blöd. Wir sind so gegen kämpfen, okay. Ah! Oh Mann! Der ist verdammt. Nein, verdammt! Okay, wir haben nicht mehr viel Leben. Jetzt tauchen immer wieder welche auf hier anscheinend.
Oh Mann, man kann auch gar nicht. Doch gar nicht. Ich werde nur schon wieder laufen hier. Ich bin mich gleich platt. Oh. Ist doch so schön und Bögen, das Scheißteil. Wir müssen ein bisschen Leben holen, ja? Aha! Okay, was kann ich mit denen machen? Ich kann nicht schießen. Ach, warte, ich kann was machen. Jetzt weiß ich, was ich machen kann. Pass auf. Damit. Perfekt. Natürlich noch einfacher dann. Also ist einfacher, aber... Ein bisschen rüberlocken hier. So, nochmal getroffen. Er rollt das Ding hinterher. Ist auch gut. Ja. Nein! Oh. Ja, ja, ich will auch weg. Scheiße. Kein Leben mehr hier? Wäre ja fatal. Echt nicht, ne? Oh. So. So platt gemacht dann. Yes, Schlüssel. So. Auch geil, dass er unsere Sachen da einfach mal oben in so eine Truhe hinlegt, ne? Komm, ich lass die Truhe. Die wird er niemals besiegen. So. Was ist das? Du hast einen Enter gefunden. Das ist ein alter Ovo-Artefakt, mit dem man leicht durch den Dschungel reisen kann. Ja. Aber das wissen wir doch schon. Zack. Sehr gut. Und jetzt müssen wir hier nur raus. Den Schalter drücken, würde ich sagen. Wir haben nicht mehr so viel Leben. Mal gucken, was wir noch hier ist. Willkommen hier. Oh, hier sieht es auch ein bisschen kaputt aus. Da 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 da. Mann, Mann, Mann. Da gibt's auf jeden Fall Leben. Wunder, wenn ich da nichts gefunden hätte. Hier geht's runter. Okay, hier gibt's auch Leben. Ein bisschen.
sind wir schon fast wieder voll. Na, mit. Alles mitnehmen, was wir finden. Was wir für den nächsten Kampf nicht brauchen. Oh nein. Okay, das war nicht so tief. Ja, komm. Leckeres Toastbrot gefunden. Okay. Ja. Wo wir da hin sollen überhaupt? Wir gehen einfach mal hier hoch erstmal. Ding zeigt ja nach links zwar, aber müssen wir einmal außen rumlaufen. Schön, das mal auch schnell kaputt hier. Perfekt. Ich geh wieder hoch. Können wir sie befreien und ihn noch stoppen. Obwohl, ich will ihn gar nicht stoppen. Ich glaube, diesen Großkern zu zerstören, ist, glaube ich, eine sehr gute Sache eigentlich. Deswegen. Aber man weiß es halt nicht. Diese Laserdinger. Also irgendwie rumkommen ohne irgendwas Großartiges. Was macht der Schalter? Der macht die Klötze runter oder hoch? Der macht die hoch. Okay. Aber nicht längs. Ist ja irgendwie dick. Oh. Muss er den engeren Weg geben? Ah, okay, weil ich weiß wie. So, warte. Okay. Darauf gehen? Muss ich nur beeilen. Das war zu langsam. Aber irgendwie muss hier da hochkommen. Also wie? Also warte mal, wir drücken da drauf und dann gehen die Dinger ja hoch. Ne, so schnell komme ich da nicht hoch. Okay, noch irgendwas anderes. Also das kann man hier auch wegschießen, da das sehe ich jetzt schon. Kann ich noch was machen? Kann ich nicht machen, ich habe keinen Schussgewehr. Wie kommen wir denn da hoch? Warte mal. Gehen wir erstmal hier durch. Aber auch nicht, denn wir haben ja keine Bomben, oder? Nee. Die rufen wir dann nicht durch. Schießen können wir auch nicht. Vielleicht. Warte mal. Was ich glaube. Vielleicht kann ich das mit meinem Bumerang schaffen. Ne? Das ist mal so zurück dann. Hä?
Warte mal. Nicht hoch anders, ne? Wer hier reinkommen. So, ich bin so langsam dafür. Ich muss den hier vorne nehmen als erstes. Kann ich auch sein. Nein, hoch, 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 hoch. Oh. Scheiße. Aber das funktioniert, okay. Aber ich verliere zu viel Leben. Muss ich trotzdem mal probieren. Oh. Dem kann ich nicht, schaffe ich es nicht. Aber bei den anderen vielleicht. Okay, wir machen alles noch auf die Putt hier. Ein bisschen Leben bekommen. Los. So. Machen wir. Schaffen wir es nur zu dem einen da, glaube ich. Der dreht gerade hinten rum. Oh, komm schon. Wenn wir jetzt runterfallen, das ist ein bisschen nervig. Oh, das gibt's doch gar nicht. Das ist aber echt behindert. So, nochmal. Ein Problem für mich? Nee. Also nochmal. Er geht gerade nach hinten. Ne, geht gar nicht in die andere Richtung. Okay, warten wir kurz. So geht's. So. Ne, ich hab gerade raufgedrückt, die Spacke. Lass mich in Ruhe. Schon mal hier drin. Hat ja auch schon mal was. Aber hab ich nicht, dass wir das machen wollen. Also. Das von hier aus. Ah, okay, warte. Da siehst du, so geht das auch. Okay, da steht eine Nachricht. Lesen wir mal. Wenn du durch das Tor möchtest, kontaktiere den Wächter, der im obersten Stock bei des Turms stationiert ist. Okay, machen wir. Wächter. Kontakt. Danke. So kontaktieren wir. Okay, mach das Tor auf uns. Ja, gut. Direkt wieder runtergehen, ne? Dann sammeln wir da drüben noch was ein. Oh, ah, lass dich wohl fallen. Wird ja nichts passieren. So, da ist das Tor. Mach ihn durch. Jo, Mann, das ist eine Riesenburg, oder? Hier machen wir beim nächsten Mal weiter. Danke fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Bis dann, tschüss.